Hallo meine lieben Kuberianer, willkommen zu einem neuen Video. Und heute habe ich einmal einen Gastsprecher eingeladen, der selber auch zum Beispiel Sprachunterricht gibt und Gesangsunterricht. Und zwar den lieben Dimitri. Sag hallo Dimitri. Guten Tag. Und der liebe Dimitri hat heute mal für euch eine kleine Geschichte vorbereitet, die er euch erzählen wird. Dann sag mal, was ist das für eine Geschichte? Naja, es ist eine Geschichte über jemanden, der seinen Alkoholkonsum nicht hundertprozentig im Griff hat. Zumindest nicht so wirklich. Aber ich würde sagen, Schluss der langen Reden, wir wollen anfangen, also lasst das Intro rollen. Jürgen von der Lippe, die 5 Stufen des Alkoholgenusses. Stufe 1. Ein ganz normaler Werktag, sagen wir Mittwoch, 23 Uhr und du hattest ein paar Bier. Du musst allerdings auch bald aufhören, denn du musst am nächsten Morgen früh raus zur Arbeit. Da gibt jemand eine neue Runde aus. Ein Selbstständiger, nicht Angestellter. Und du sagst dir, wenn du noch 7 Stunden Schlaf hast, ist das okay. Stufe 2. 0 Uhr. Du hattest noch 4 Bier und hast dich angeregt 20 Minuten über Kunstrasen unterhalten. Du warst dagegen. Du willst auch schon bald wieder nach Hause gehen, denn dein Engelchen auf der rechten Seite sagt: Ey, komm schon. Wir müssen jetzt nach Hause. Du musst am nächsten Morgen früh aus zur Arbeit. Das geht doch nicht. Auf der anderen Seite erscheint das Teufelchen und sagt: Ey, Kollege, komm schon. Ist doch eine super Runde hier. Und du warst schon ewig nicht mehr unterwegs. Und wenn du noch 6 Stunden Schlaf hast, ist das vollkommen in Ordnung. Stufe 3. 1 Uhr. Du hast mit Biertrinken aufgehört. Zugunsten von Tequila. Du hast dich wieder 20 Minuten leidenschaftlich über Kunstrasen unterhalten. Du warst dafür. Darüber hinaus bist du der Meinung, die Gellnerin ist die schönste Frau der Welt. Du könntest die Menschheit nicht nur umarmen, sondern erlösen. Auf dem Weg zum Klo möchtest du dem unbekannten Gast am Ende des Tresens einen ausgeben. Einfach nur so, weil dir sein Gesicht gefällt. Stufe 4. 2 Uhr. Letzte Bestellung. Du bestellst dir eine Cola und eine Flasche Rum. Du fühlst dich wie Kunstrasen. Auf dem Weg zum Klo möchtest du den unbekannten Gast am Ende des Tresens eins in die Fresse hauen, weil dir sein Gesicht nicht gefällt. Auf der Toilette kriegst du einen Lachflash, denn da war so ein Spruch, den du so nicht kanntest. Lieber in der Kaiserin als Imperator. Auf der Toilette machst du den Fehler und schaust in den Spiegel und fragst dich: Wer ist das denn? Dann schubst du mal den alten Mann zur Seite und sagst: Also Dank. Stufe 5. Du beschließt, nach Hause zu gehen, unmittelbar nachdem du rausgeflogen bist. Zu Hause angekommen, fällt dein suchender Blick auf eine viertelvolle Flasche Uso, die du umgehend zu dir nimmst. Und anstatt jetzt ins Bett zu gehen, hast du eine großartige Idee. Du legst eine alte Leonard Cohen-Platte auf, die du seit 15 Jahren nicht mehr aufgelegt hast, und stellst dich in die Mitte des Raumes hin. Mit der Uso-Flaschen in der rechten
schwankend auf den Socken und singst: Susa, not a place, near the river. Und während dir die Tränen in Bäche herunterströmen und du auf der Woge des Glücks heruntergleitest, wird dir eins klar. Du bist nicht betrunken. Du bist ein wenig angebrütet, aber doch gut in körperlicher und seelischer Verfassung, dafür, dass es 3:30 Uhr morgens ist und die Nachbarn von unten an die Decke klopfen. Bei einem halben Liter Lambrusco bist du gerade dabei, die alten Fotoalben anzuschauen. Und dabei beschließt du, deine Ex-Freundin anzurufen. Du weißt nur, dass sie inzwischen schon 2 Kinder hat und verheiratet ist mit einem Polizisten, der das Gespräch auch entgegennimmt und etwas ungehalten reagiert, als du ihm sagst: Ich liebe sie! Sag ihr das! Ich werde die Kinder adoptieren! Arschloch! Du beschließt, ihr einen Liebesbrief zu schreiben. Ach, ein Brief, ein Gedichtzyklus. Und du möchtest dich nicht auf die Post verlassen. Du möchtest noch in dieser Nacht ihr diesen Gedichtzyklus überbringen, persönlich. Bei dieser Gelegenheit den Ehemann zusammenschlagen und mit ihr und den Kindern ein neues Leben in Neuseeland beginnen. Oder zumindest in Berlin. Wenn du dich auf dieses Kommandounternehmen mit Escorial Grün und Fernet Branca stärkst, fällst du endlich in eine barmherzige Ohnmacht. Du gehst am nächsten Morgen nicht zur Arbeit. Du wirst gegen 2 Uhr frierend auf dem Teppich wach. Dein Kater ist von einem anderen Stern. Und du sagst die 3 magischen Worte: nie wieder Alkohol. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Ein Dankeschön auch nochmal an den lieben Dimitri, der hier für mich eingesprochen hat. Dafür habe ich heute einen entsprechend aufwendigen Schnitt gehabt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht machen wir sowas dann demnächst mal öfters. Also haut raus, Leute. Wir sehen uns nächste Woche.